Stefanie Schwarz-Gutknecht impft in ihrer Mannheimer Praxis nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ab 12 Jahren. Sie weiß, der kleine Pieks hat besonders für die Jüngeren eine große Bedeutung. Mittlerweile Jugendliche, Kinder, die wirklich durch den Lockdown richtige Probleme bekommen haben, was man gar nicht während der Zeit so erfahren hat, sondern jetzt kommt es erst alles, dass viele auch wirklich einen psychischen Schaden dadurch erlitten haben. Und dadurch haben halt auch viele Eltern den Wunsch, dass das jetzt endlich nicht nochmal passiert und sagen, nee, wir impfen lieber, dass die Schulen offen bleiben können, dass wir nicht nochmal in so einer Situation kommen. Die Kinder- und Jugendärztin versteht den Wunsch der Eltern, trotzdem hat sie Bedenken. Soll man die Jüngeren wirklich gegen Corona impfen? Das ist ja immer wieder das Argument der STIKO, die sagen, nee, die Kinder erkranken nicht schwer dran. Das ist wie eine normale Grippe und natürlich kann ich das auch nachvollziehen. Ich hatte kaum ein schwer erkranktes Kind in der Praxis, aber es bleibt halt trotzdem die Möglichkeit der Infektion. Impfen oder nicht? Die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, spricht sich für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen aus. Ich glaube, dass die Empfehlung nur auf der Grundlage von zu geringen Daten gegeben wird, dass es kein besonderes Risiko gibt für jüngere Menschen als jetzt für ältere, sondern dass es darum geht, dass die Einschätzung des Risikos eben, dass da die Datengrundlage noch nicht vorhanden war, dass wir aber international mittlerweile, glaube ich, über Daten verfügen, um auch diese Einschätzung machen zu können. Das ist natürlich weiterhin Angelegenheiten der Wissenschaftler. Ich habe da allen Respekt auch vor deren Empfehlung, aber ich hoffe, dass die bald anders ausfällt, damit wir eben auch den Schulunterricht jetzt absichern können. Am Ende ist und bleibt die Impfung eine ganz persönliche Entscheidung, die Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Eltern und Ärzten besprechen sollten. Richtig oder falsch gibt es bei dieser schwierigen Frage aktuell wohl nicht.